Ja, willkommen bei Tech Profile. Das Thema, was ich heute vorstellen möchte, dreht sich um Visualisierung von 3D-Daten und zwar in .NET. Und dafür gibt es von Microsoft ein Framework namens WPF, Windows Presentation Foundation. Und WPF dient dazu, um UIs, also Oberflächen, entwickeln zu können. Und unter anderem bietet es auch die Möglichkeit, 3D-Daten anzuzeigen mit sogenannten Viewport 3D-Controls. Die basieren im Wesentlichen darauf, dass sogenannte Mesh-Geometrie 3D-Objekte, die im Kern wiederum auf Dreiecken basieren, verwendet werden, um 3D-Daten darzustellen. Es können auch tatsächlich nur Meshes, Form von Dreiecken, dargestellt werden und keine Point Clouds. Obwohl wir dann auch schon bei den Schwächen von WPF sind, wie gesagt, keine Punkte, keine Point Clouds, wie zum Beispiel OpenGL das kann. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die Performance, die bei großen Datenmengen einbricht. Das liegt im Wesentlichen daran, dass WPF nicht hardwarebeschleunigt ist. Also es basiert zwar im Kern auf DirectX, aber die Performance geht durch die ganzen API-Schnittstellen hindurch verloren. Ja, wenn man das Problem lösen möchte mit der Performance, dann muss man entweder auf eine andere Technologie ausweichen. Ich habe ja gerade schon OpenGL erwähnt. Oder man greift zu sogenannten Drittanbieter-Bibliotheken und genauso eine möchte ich heute vorstellen von der Firma AB4D. Ja, ich bin hier einmal auf der Seite von AB4D. Dort gibt es die Bibliothek DX Engine, die im Kern auf DirectX 11 basiert und zwar nativ Hardware beschleunigt. Man kann sich unter Downloads einen Sample-Code herunterladen und mit Visual Studio kompilieren. Dafür reicht auch die kostenlose Community Edition aus. Das Ganze habe ich einmal vorbereitet und hier auch schon gestartet. Man sieht hier eine Testanwendung, wo man unterschiedliche Beispiele ausprobieren kann. Davon möchte ich gerne gleich ein paar zeigen. Bevor ich loslege, einmal kurz die Settings gezeigt. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, die Renderer auszuwählen. Standardmäßig ist hier die Grafikkarte ausgewählt. Ich verwende eine GeForce GTX 1080 Ti. Man kann einen Software-Renderer auswählen, der CPU-lastig ist, aber auch sehr gut multithreaded optimiert. Und man kann einmal den Standard WPF 3D Renderer verwenden. Das ist das, was man hat, wenn man Visual Studio verwendet und die API von Microsoft einbindet, standardmäßig. Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass man keine Point Clouds mit WPF darstellen kann. Mit diesem Tool ist das möglich und dazu möchte ich gerne einmal das Beispiel öffnen. Man sieht hier einen Drachen und ich zoome einmal herein und man sieht tatsächlich, wie Punkte gerendert werden. Zusätzlich kann man auch die Anzahl der Punkte raufsetzen hier unten, allerdings dann kein Drachen mehr, sondern Cubes. Und die Anzahl der Punkte beträgt jetzt 100 Millionen, das ist schon eine ordentliche Datenmenge. Und wie man sieht, wird das Ganze noch relativ flüssig dargestellt. Man sieht es hier in meinem OSD, die FPS und auch die CPU-Last ist relativ gering. Interessant wird es, ich habe das hier auch schon mal geöffnet, ein Tool GPU-Z, wo man die GPU-Parameter verfolgen kann, wie zum Beispiel die Auslastung, GPU-Load. Oder die Speicherauslastung, die liegt hier bei 2,6 GB. Und wenn ich das hier einmal bewege, sieht man auf der linken Seite, wie die Auslastung bei 99% liegt. Also die Grafikkarte wird voll ausgelastet. Ja, ich muss einmal hier zurückgehen, bevor ich den Renderer ändere. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Okay. Ich gehe einmal auf
9 Millionen Punkte. Jetzt ist der Software-Renderer ausgewählt und ja, also man sieht hier auf der rechten Seite die CPU-Last ist sehr hoch. Also meine CPU ist ein Ryzen Threadripper mit 16 Kernen und 32 logischen Kernen insgesamt und die CPU schafft es nicht, über die 1 FPS, über ein Bild pro Sekunde hinauszukommen. Also die Grafikkarte, wie man hier sieht, ist deutlich, deutlich schneller. Ja, da möchte ich eigentlich noch zeigen, was passiert, wenn man den Standard Renderer auswählt und es passiert das, was man erwartet. Es kommt eine Fehlermeldung. Der Standard Renderer kann keine Punkte darstellen. Hier ist noch ein Beispiel mit Meshes. Hatte ich ja anfänglich erwähnt, also WPF kann Meshes, also nur diese Form von 3D-Daten darstellen. Und mal kurz vergewissern, welcher Renderer ausgewählt ist, der WPF. Und man hat hier unten sieht man es, Anzahl der Positions 46 Millionen insgesamt. Das kann noch einigermaßen performant dargestellt werden. Wenn ich jetzt umschalte auf die Grafikkarte, sieht man hier wieder mein USD, was an die Grenze der Bildwiederholungsrate meines Bildschirms, nämlich 60 FPS, herangeht. Und auch wenn ich hier auf insgesamt 180 Millionen Positions gehe, kann die Grafikkarte das mühelos darstellen. Man sieht hier die Speicherauslastung 1,5 GB und wenn ich es bewege, die GPU-Last bei 99%. Ja, ein weiteres Beispiel, was ich gerne kurz vorführen würde, ist der Performance-Test, den man hier unten findet. Und den möchte ich gerne einmal starten und Renderer, der Grafik, der nativ Hardware beschleunigte, ist ausgewählt und man sieht hier ein Schiff, das sich hier sehr, sehr schnell dreht. Interessant ist hier die Bildwiederholungsrate, die bei 4000 liegt. Ja, schon ziemlich schnell. Wird ein bisschen schwindelig, deswegen schalte ich jetzt mal um auf den Software-Renderer, der auf die CPU geht. Und man sieht hier die sehr gute Multithreaded-Optimierung. Die CPU-Auslast ist relativ hoch und gleichmäßig verteilt und immerhin schafft man zwischen 120, 125 und 140, 50 um den Dreh FPS. Auch wenn man den Standard-Renderer auswählt, 3 WPF 3D, kann das flüssig dargestellt werden. Leider sieht man kein USD, um die FPS zu verfolgen zu können. Aber auch das wird flüssig dargestellt. Ein weiteres Beispiel, was interessant ist, ist der Line 3D-Stresstest. Dazu fange ich erstmal mit der Grafikkarte wieder an und setze die Anzahl der Segmente rauf. Und wenn ich jetzt hier die Diagnostik öffne, sehe ich die Bilder pro Sekunde. Auch hier ist die FPS-Rate sehr, sehr hoch. Das einmal schließen und wieder die Menge reduzieren. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich auf einen anderen Renderer gehe und die Settings zu hoch sind, dann kommt das System nicht hinterher. Wenn ich jetzt umstelle auf den Software-Renderer, öffne Diagnostics, bekomme ich immerhin hier von dem Stand aus noch 60 bis 80 FPS, teilweise 100. Und ich erhöhe jetzt einmal die Anzahl der Segmente auf das Maximum und immerhin bekomme ich noch 15 FPS und jetzt muss man den Task Manager öffnen, um die CPU-Last zu verfolgen. Auch hier wieder, wie gerade eben auch, eine sehr
hohe gleichmäßige Verteilung über alle 32 logischen Kerne. So, wie gesagt, so Vorsicht noch einmal reduzieren auf eine geringere Anzahl, bevor ich den Renderer umstelle auf WPF. Leider liefert die der Diagnostik keine FPS-Rate. Aber wenn ich hier raufgehe auf 300, dann merkt man schon deutlich, wie das Ganze stockt. Und auch die CPU-Last fällt sich komplett anders. Ich gehe einmal hier rüber, damit man das besser verfolgen kann. Ja, im Wesentlichen werden hier zwei Kerne verwendet. Und die GPU-Last liegt gerade mal bei 10%. Ja, also WPF ist in dieser Hinsicht wirklich, wirklich seltsam. Also weder die CPU wird gut ausgelastet, noch die Grafikkarte. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das alles so ein bisschen ausbremst im Kern. Ja, einmal noch zum Vergleich, vielleicht nochmal auf den Hardware-Renderer umgeschaltet und die Anzahl der Segmente rauf. Ja, obwohl die GPU-Last genauso hoch ist wie gerade eben oder ein bisschen höher, hat man hier deutlich mehr Leistung und die CPU-Last ist auch sehr gering, wie man hier sieht. Also die CPU wird kaum verwendet. Und insgesamt hat man trotzdem, obwohl auch nur 11%, 10, 11, 12% GPU-Last vorliegt, eine deutlich höhere Performance. Ja, als Fazit kann man sagen, dass diese Bibliothek hier sehr empfehlenswert ist. Also wir haben gesehen, Point Clouds mit 100 Millionen Punkten werden performant dargestellt. Meshes mit 180 Millionen Positions werden performant dargestellt. Möchte man also seine 3D-Daten weiterhin in WPF und .NET darstellen, verwalten, kann man hier getrost zugreifen. Ich habe auch weitere Anbieter in der Vergangenheit ausprobiert, wie zum Beispiel iShot. iShot ist auch gut, also was die Mesh-Performance angeht, auch gut, aber Point Clouds in diesen Regionen, also bis 100 Millionen, werden nicht derart performant dargestellt, wie das hier der Fall ist. Ja, ich möchte dem Entwickler Andrej Benedek ein großes Lob aussprechen hier an der Stelle und auch Danke sagen, dass er mir den Key für die Evaluierungsphase verlängert hat, damit ich das hier vorstellen kann. Andrej, if you watch this, great job you've done here, many thanks. Danke auch fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.